Und herzlich willkommen zu meinem Video. Ja, das ist jetzt das erste Video aus einer halbwegs normalen Woche. Nein, wir haben eigentlich erst den 3. Januar, also so wirklich normal ist noch nicht. Noch ist so ein bisschen Neujahresglanz auf dem Jahr. Das Jahr ist neu und es glänzt und ja. Ich wollte mal mein Jahr 2019 so ein bisschen zusammenfassen und ja, es wird nicht lange, weil so, ja. Ich denke jetzt einfach, dass die letzten zwei Videos noch so ein bisschen, noch ein bisschen kürzer werden. Aber ich möchte halt einfach, dass ihr noch was habt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel an diesem Tag wahrscheinlich nicht reden können werde. Also, folgendes. Mein Jahr 2019 war ein sehr interessantes Jahr. Also für mich gab es viele Veränderungen und auch viele neue Sachen und viele Sachen, die ich bis dato noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und es ist auch so Sachen, die ich dann nicht, die ich noch nicht wirklich kommen sehen konnte. Also. Angefangen hat bei mir das Jahr, wie jedes Jahr, in dem ich einfach erstmal mich erholen musste vom Weihnachten, Silvester, Overload, Trauma, Geschichten und so weiter. Und dann irgendwann so, ja, so Mitte Mai hat mir meine Pflegerin, nee, ich weiß nicht, irgendwann im Jahr, ich kann es euch jetzt, ich kann euch leider keine genauen Zeiten nennen, ich bin einfach zeittechnisch, ihr wisst ja, hat mir meine Pflegerin dann gesagt, dass sie Ende des Jahres aufhört. Und das war dann für mich erstmal so ein totaler Schock und ich war auch total entsetzt. Und ja, das war jetzt dann für mich irgendwie so dieses Wow, weil ich das echt nicht kommen sehen habe. Und irgendwie so dieses, ja, die Veränderung, die war dann im ersten Gedanken auch nicht so. Ja, dann, aber danach irgendwann, glaube ich zumindest, war dann mein Geburtstag auch. Und ich hatte eigentlich einen echt tollen Geburtstag dieses Jahr. Ja, durch das ganze Feuerwerk, Silvester, also durch das Feuerwerk und dann auch noch Geburtstag, hat es mich echt fies weggenuschelt. Aber an sich war es ein schöner Tag und ich habe echt eine gute Zeit mit meinen Großeltern und meinen Eltern verbracht. Und ja, war toll. Dann war auch noch für mich persönlich in so ein Ding dieses Jahr, nämlich, dass ich mir überlegt habe, ja eigentlich Kinder zu bekommen nächstes Jahr, also jetzt dieses Jahr, aber mir ist dann bewusst geworden, irgendwann Ende des Jahres, dass ich eigentlich noch gar nicht so weit bin und dass ich gerade eigentlich viel lieber erstmal gerne für mich sein möchte und erstmal rausfinden möchte, was ich für ein Mensch bin und was mir wichtig ist, bevor ich irgendwie die Chance verpasse und ein Jahr später dann das furchtbar bereue. Und ja, so habe ich dann erstmal diese ganzen Kinderpläne, auch wenn ich es Anfang des Jahres ultra fokussiert hatte. Ich war sowas von fokussiert darauf, dass ich es dann doch jetzt nochmal ein bisschen schieben werde. Ja, dann irgendwann habe ich dann meine neue Pflegerin bekommen. Hi! Und ich bin total begeistert und ich bin auch jetzt total happy mit ihr. Also. Es passt wirklich gut und das beruhigt mich und das ist wirklich schön und ja, ich hoffe, dass wir jetzt ein richtig tolles Jahr haben und ja, und wahrscheinlich dann auch noch viele tolle Jahre. Ja, dann bei Leo gab es eigentlich nichts Großes Neues, wie ihr wisst, der ist halt Leo. Der ist im, ja, der ist unser kleiner Mümmler, aber der war irgendwann. Ja, der war im November irgendwann mal bei meinem Papa unten und hat den besucht und ist da immer mal wieder ein bisschen rumgehopst, was ihm gut gefallen hat. Ja, und dann habe ich natürlich auch noch dieses Jahr, was auch nicht zu vergessen ist, hatte ich einen riesengroßen Streit mit Apple wegen dem Mac, der mir eine gewischt hatte. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Video, ob ich das erzählt habe, aber ja, auf jeden Fall habe ich da mich um ein neues Ersatzgerät bemühen müssen und das war auch so eine Sache, die mich sehr lange das Jahr beschäftigt hat und mich auch belastet hat. Und ja, dann habe ich noch einen PC neuen bekommen, weil eben, wie gesagt, das mit dem Mac, da wussten wir echt alle nicht, wie das jetzt ausgeht und das war dann, aber ich habe halt ein Gerät gebraucht zum Arbeiten und ja, mit dem bin ich auch total happy und das ist ehrlich gesagt auch das Top-Gerät 2019, das ich so bekommen habe. Ja, und das war eigentlich alles so. Mein Jahr war jetzt nicht so viel los, glaube ich, aber es gab nicht viele große Dinge, aber dafür viele kleine Dinge, die dafür umso schöner waren. Mein Papa hat sich ein Auto gekauft. Ja, und mit dem fahren wir jetzt seitdem ein bisschen rum und haben mehr Zeit zusammen. Und so Vater-Kind-Ausflüge, das ist wirklich toll. Und
Meine Mom hatte eine fiese, richtig fiese, 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 fiese Wurzelgeschichte. Der ist eine Zahnwurzel abgestorben. Und hat sie wochenlang, fast einen Monat, dauernd Schmerzen gehabt und niemand hat irgendwas gesehen. Und ja, es war nicht so schön. Aber inzwischen geht es da auch schon wieder bergauf. Und ich gehe eigentlich davon aus, wenn dieses Video gedreht ist, dass es eigentlich schon wieder fast gut sein sollte, weil es ist ja jetzt schon wieder fast gut. Und ja. Das war eigentlich alles so. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euer Jahr so für euch bereitgehalten hat. Und ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.